Der Krieg in der Ukraine ist auch das zentrale Thema bei den Ostermärschen in Deutschland. Bundesweit sind auch heute wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Ihr gemeinsames Anliegen? Frieden. Waffenlieferungen an die Ukraine lehnen viele ab. Sie zu beenden, forderte beispielsweise die frühere Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Käßmann, in Hannover. Auch ein Großteil der Linkspartei lehnt Waffenlieferungen ab. Aber wie mit dem Ukraine-Krieg und Russland umgegangen werden soll, dazu gibt es in der Linkspartei unterschiedliche Ansichten. Mehr dazu von Markus Groß. Seit 22 Jahren gehen in Potsdam friedensbewegte Menschen auf die Straße. Zum ersten Mal organisiert die Linke ihren eigenen Ostermarsch. Sie konnte sich nicht mit dem lokalen Friedensbündnis auf einen gemeinsamen Aufruf einigen. Gekommen sind nicht viele, doch der Wunsch nach Abrüstung eint sie. Waffenlieferungen seien der falsche Weg. Wir müssen den Weg zurückfinden in die Diplomatie. Wir brauchen ökonomischen Druck, wir brauchen auch politischen Druck und wir brauchen eine Offensive der Diplomatie zusammen mit China. Als Partei stehen wir Waffenlieferungen sehr kritisch und ablehnend gegenüber, weil Waffenlieferungen, immer weitere Waffenlieferungen, natürlich die Risiken einer weiteren Eskalation, einer Ausbreitung dieses Krieges und einer Internationalisierung des Konfliktes beinhalten. Und dagegen stellen wir uns. Doch das Thema Waffenlieferung ist nicht unumstritten in der Partei. Auch nicht das Verhältnis zu Russland. In der Partei rumort es kräftig. Auf der einen Seite also Frau Wagenknecht, auf der anderen Seite, ich würde mal sagen, das Aushängeschild der Linken, der einzige Ministerpräsident, den sie stellen, Bodo Ramelow, der gegenüber Russland eine kritische Position einnimmt. Eine ganz andere Friedensdemo findet zur gleichen Zeit am Brandenburger Tor statt. Dort fordern Ukrainerinnen und Ukrainer Waffen für den Frieden. Niemand will Frieden so sehr wie Ukrainer und Ukrainerinnen. Aber wir verstehen, dass jetzt gerade können wir den Waffen nicht einfach weglegen, weil das bedeutet keinen Frieden, das bedeutet mehr Krieg. Und deswegen Waffenlieferung. In ihrer Performance sitzen die Friedenstauben in Sicherheit am gedeckten Tisch. Ein Seitenhieb auf die Friedensbewegung in Deutschland. Die Forderung nach Waffenlosigkeit sei einfach, wenn man nicht selbst betroffen ist, so die Botschaft zu Ostern. Die Ampelkoalition ringt weiter ums Geld. Denn im nächsten Bundeshaushalt klaffe eine Lücke von bis zu 18 Milliarden Euro, sagte Finanzminister Lindner der Rheinischen Post. Diese Lücke müsse durch Verzicht gestopft und jede einzelne Ausgabe beraten werden. Die Koalitionspartner SPD und Grüne reagierten reserviert. Grünen-Fraktionsvize Audretsch sagte, Priorität müssen unsere Kinder und sozialer Klimaschutz haben. In mehreren Filialen des insolvierten Konzerns Galeria Kaufhof Karstadt haben sich Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Betroffen waren insgesamt 19 Kaufhäuser in 3 Bundesländern. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die 17.000 Beschäftigten die Bezahlung nach den Flächentarifverträgen des Einzelhandels. Laut Verdi verdienen sie im Moment 15% weniger. Bundesweit sollen 47 der 129 Filialen geschlossen werden, mit einem Verlust von etwa 4.000 Arbeitsplätzen. Zurück nach Deutschland. Da nutzen viele die Feiertage über Ostern für eine Auszeit. Endlich mal raus aus dem Alltag, verreisen, durchschnaufen. Spätestens beim Blick auf die Preise aber ist der Urlaub schon nicht mehr ganz so unbekümmert. Denn die Inflation hinterlässt auch am Strand ihre Spuren. Anne Stadtfeld war für uns in Warnemünde. Mit dem Osterfest startet die Tourismussaison in Mecklenburg-Vorpommern. Ostsee und Sonnenschein locken die ersten Urlauber, besonders an die Küste, wie hier in Rostock-Warnemünde. Letzte Handgriffe in der Restaurantküche von Carsten Loll, dann kann das Mittagsgeschäft beginnen. Aber dem Gastronomen machen die stark gestiegenen Stromkosten zu schaffen. Man darf es aber nicht nur runterbrechen auf die Energiekosten, man muss wirklich auch die Warenbeschaffung, die Warenverfügbarkeit, Personalkosten, alles sehen. Seine Ausgaben sind um bis zu 30% gestiegen, deshalb hat er eine Energiepauschale eingeführt. 1,80 Euro muss jeder Gast zusätzlich zahlen. Entlang der Ostseeküste haben Hoteliers und Gastronomen vielerorts an der Preisschraube gedreht. In Restaurants müssen Gäste bis zu 19% mehr bezahlen. Für einige so unangenehm wie ein Sprung ins kalte Wasser. Teilweise bin ich der Meinung, ist das auch überspitzt. Man schaut auf die Preise und sucht sich dann das Günstigste raus. Wenn ich darauf achten muss und gucken muss, wo wie was ist, dann finde ich, braucht man nicht in Urlaub fahren. Auch Freizeiteinrichtungen wie der Zoo in Rostock sind teurer geworden, wegen Inflation und gestiegenen Kosten für Tierfutter. Die Tageskarte für Erwachsene kostete vor einem Jahr noch 17,50 Euro, jetzt 23,50 Euro.
Wir finanzieren über die Einnahmen der Eintrittspreise unsere Betriebskosten, dann die Versorgung der seltenen und zum Teil hochbedrohten Tierarten. Höhere Preise, aber gleichzeitig müssen sich Urlauber auf weniger Service einstellen durch Fachkräftemangel. Eingeschränkte Öffnungszeiten und mehr Ruhetage sind die Folgen. Insgesamt geht das Ostergeschäft leicht zurück. Die Branche rechnet mit 8% weniger Auslastung. Wir haben diese Sendung mit dem Wunsch nach Frieden begonnen und mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Wir hören auf mit Erinnerungen an den Künstler, der nicht nur die ikonische Friedenstaube erschaffen hat, sondern auch das berühmteste Antikriegsgemälde Guernica, der überhaupt wohl berühmteste Künstler des 20. Jahrhunderts. Heute, vor 50 Jahren, ist Pablo Picasso gestorben. Anlass für mehr als 50 Ausstellungen auf der ganzen Welt, davon allein 16 in seinem Geburtsland Spanien. Insbesondere die andalusische Metropole Malaga feiert ihren Picasso, weil er ihr hilft, sich als Kulturstadt neu zu erfinden. Und die Touristen bleiben sollen und nicht gleich weiter an den Strand. Aus Malaga, Anna Wasberg. Als hätte er schon mit 7 Jahren gewusst, dass aus ihm ein großer, vielleicht sogar der bekannteste Maler der Welt werden würde. Gewohnt, selbstbewusst, eindringlich sein Blick auf den ersten Fotos im Geburtshaus von Pablo Picasso. Seine erste Erinnerung sei das Licht von Malaga, schrieb er später. Und dieses Licht, seine Arbeit, sein Leben. Hier entdeckt der junge Pablo auch seine Liebe für den Stierkampf. Die Stiere waren in seinem Leben immer präsent. Er hat sie sehr mit Malaga verbunden und mit Dingen hier verflochten. Der Stierkampf, aber auch der Stier an sich als klassische Figur. Das erlebte er hier mit 4 Jahren, als er seinen ersten Stierkampf gesehen hat, zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel. Mit Anfang 20 verließ Picasso Spanien. Das Franco-Regime erklärte ihn später zum Staatsfeind. Der behielt seine spanische Staatsangehörigkeit, aber kam nie wieder in sein Heimatland zurück. Hier in Andalusien hat Picasso nur wenige Spuren hinterlassen. Die meisten seiner über 50.000 Werke sind in Frankreich entstanden. Was im Picasso-Museum von Malaga zu sehen ist, kommt größtenteils von der Stiftung seiner Nachkommen. Die Stadt bemüht sich nun, ihren verlorenen Sohn heimzuholen. Ich weiß viel über Picasso, weil es in Paris das Picasso-Museum gibt. Ich habe auch das Picasso-Museum in Barcelona besucht, aber ich wusste nicht, dass Malaga seine Geburtsstadt ist. Ich habe hier das erste Mal wirklich etwas über seine Kindheit gelernt und was ihn geformt hat. Picasso als kulturelles Markenzeichen. Zum 50. Todestag sollen Kunst und Kultur in der andalusischen Hafenstadt im Mittelpunkt stehen und nicht mehr so sehr der Strand, Massentourismus. Maria Palomares ist in Malaga aufgewachsen und macht Führungen durch die Altstadt. Vorbei an Orten, die alle irgendetwas mit Pablo Picasso zu tun haben. Picassos Vater ist hierher gekommen, um zu plaudern im Hinterzimmer. War hier früher eine Bar oder so etwas? Nein, das war schon immer eine Apotheke. In Malaga gibt es keine unbekannten oder versteckten Bilder von Picasso zu entdecken. Dafür die Kirche, in der er getauft wurde, oder den Innenhof seiner Grundschule. Ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod wird Pablo Picasso in Spanien als Staatsheld gefeiert. Er selbst war bis zu seinem Lebensende nur noch in Gedanken hier.